Guten Abend, liebe Teilnehmende. Sehr gerne hätten wir Sie heute hier in der Ausstellung begrüßt oder in unserem benachbarten Veranstaltungssaal. Leider ist das aktuell nicht möglich. Dennoch wollten wir Ihnen einen kleinen Einstieg mit einem Einblick in die Ausstellung gewähren. Deswegen begrüße ich Sie hier aus der Ausstellung Hass, was uns bewegt, zu unserer ersten Begleitprogrammsveranstaltung Gerechtigkeit und Erinnerung, die wir in Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung durchführen. Mein Name ist Caroline Gritschke und ich bin im Haus der Geschichte für Bildung und Vermittlung zuständig. Meine Kollegin Elena Jundt hat Sie am Anfang schon darauf hingewiesen, dass Sie Mikrofon und Kamera bitte ausgeschaltet lassen. Sie können aber jederzeit Fragen in den Chat schreiben, denen werden wir uns dann im Anschluss an das Podiumsgespräch widmen. Die Ausstellung Hass, was uns bewegt, ist Teil einer Trilogie der gesellschaftlichen Wirkmacht von Gefühlen. Dabei beschäftigen wir uns mit den Emotionen Gier, Hass und Liebe. Viele Hassthemen, mit denen wir uns aktuell gesellschaftlich beschäftigen, haben eine lange Geschichte. So ist auch die rechtsextremistische Hassgewalt, mit der wir uns heute Abend beschäftigen, nicht nur ein Phänomen unserer Zeit, das werden sicherlich viele von Ihnen wissen. Ich möchte Ihnen heute Abend als Einstieg eine Geschichte aus der Ausstellung beschäftigen, die mehr als 40 Jahre zurückliegt. Um das Jahr 1980 herum gründete sich in Kirchheim unter Teck, das ist in der Nähe von Stuttgart im Landkreis Esslingen, eine Terrorgruppe, eine rechtsextreme Terrorgruppe, die sich Deutsche Aktionsgruppen nannte, um den Rechtsextremisten Manfred Röder. Die Gruppe beging in Bayern und Baden-Württemberg zunächst, in Lörrach, in Leinfelden-Echterdingen und in Zirndorf unter anderem Anschläge auf Unterkünfte für Asylsuchende. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt. Im August 1980 haben zwei Mitglieder der Gruppe dann einen Brandanschlag verübt auf ein Wohnheim für Geflüchtete in Hamburg-Billstedt. Dabei sind zwei Menschen ums Leben gekommen, Nguyen Ngoc Chau und Do An Lan. Die Gruppe hatte bei all ihren Anschlägen, die sie unternahmen, ein größeres Unterstützernetzwerk. Es wurde ihnen Unterschlupf gewährt oder manchmal auch der Weg zu den Attentatsorten gewiesen. Die Gruppe flog auf, sie wurden vor Gericht gestellt und zu Haftstrafen verurteilt. Allerdings wurde nur ein Attentäter mit einer lebenslangen Haftstrafe belegt. Manfred Röder, der Kopf der Gruppe, erhielt eine Haftstrafe von 13 Jahren und wurde bereits nach 8 Jahren wegen guter Führung und günstiger Sozialprognose aus der Haft entlassen. Er beging weiterhin Straftaten, unter anderem 1996 einen Farbanschlag auf die Wehrmachtsausstellung in Erfurt. Da wurde er wieder vor Gericht gestellt und es kam zu Protesten rechter Gruppen. Unter diesen protestierenden Neonazis waren auch Uwe Bönhardt und Uwe Mundlos, die Täter des NSU. In derselben Zeit hat die Mutter eines der Opfer von Do An Lan, Do Mui, sich in Hamburg um die Erinnerung an die beiden Opfer bemüht. Sie war nach dem Tod ihres Sohnes nach Deutschland eingereist und hatte die ganze Zeit bis heute eigentlich kämpft sie um eine Erinnerung an die beiden Opfer der Taten. Sie sehen sie hier drüben, haben sie eben im Bild gesehen mit einem Foto ihres Sohnes. Sehr lange Zeit wurde ihr Wunsch nach einem Gedenken im öffentlichen Raum nicht gehört und ihm wurde nicht entsprochen. Sie wurde dann unterstützt von einer lokalen Initiative und erst jetzt, 2020, gibt es auf dem Friedhof, auf dem die beiden Opfer bestattet sind, einen Gedenkstein. Die Gräber selbst wurden schon vor Jahren eingeebnet. Der Forderung aber von Do Mui nach einem Gedenken an dem Ort der Taten, etwa durch eine Straßenumbenennung, wurde bis heute nicht Rechnung getragen. Anträge, die sie mit der Initiative gemeinsam gestellt hat, wurden mehrfach abgelehnt. Mit diesem zeithistorischen Beispiel aus der Ausstellung möchte ich nun an unsere Moderatorin des Abends übergeben, Aisha Kamara. Frau Kamara ist Kommunikationsexpertin
Und sie beschäftigt sich unter anderem, arbeitet sie für die Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt und beschäftigt sich mit den Themen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt. Guten Abend, Frau Kamach. Ja, schönen guten Abend in die digitale Runde. Danke, Frau Dr. Gritschke, für diese Geschichte. Ich habe ganz gespannt zugehört und wieder, und ich glaube, das ist das, was sich durch den ganzen Abend im Prinzip durchziehen wird. Es ist ein Durchziehen, rechte Gewalt zieht sich durch unsere Geschichte. Ich muss mich gar nicht mehr selbst vorstellen, das hatte ich hier auf meinem Zettel stehen, und freue mich und schicke viele Grüße aus Frankfurt. Ich bin sehr dankbar, heute Abend ein Teil dieses Gesprächs zu sein. Und ja, danke auch an das Haus der Geschichte Baden-Württemberg für die Einladung und für die tolle Vorbereitung. Hanau, Halle, Kassel, München, das sind Schlagwörter, vermeintliche, die ich jetzt in den Raum werfe, zu denen wir natürlich gleich auch diese Verbindung wiederherstellen, denn allein seit 2016 töteten rechtsextreme Täter 22 Menschen. Seit 1990 zählt das BKA, also die Behörden, insgesamt 109 Todesopfer rechter Gewalt. Doch die Zahl liegt laut NGOs und Opferinitiativen noch höher. Die Amadeo-Antonio-Stiftung zählt aktuell mindestens 213 Todesopfer rechtsextremer Gewalt in Deutschland seit 1990. Betroffene von Hassgewalt, von Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus erfahren oft wenig Unterstützung, werden nicht ernst genommen und nicht gehört. Und wie diese Statistik uns zeigt, zählen sie oftmals noch nicht mal als Betroffene rechter Gewalt. Was sagt das aus über unseren Umgang mit rechten Hass? Lassen Sie uns in den kommenden 1,5 Stunden circa über Gerechtigkeit und Erinnerung sprechen. Lassen Sie uns vor allem zuhören, denn auch diese Erkenntnis kann ich, glaube ich, schon mal vorwegschicken. Ich freue mich daher, Ihnen erstmal die heutigen Diskutantinnen vorzustellen, die hoffentlich jetzt auch ihre Kameras gleich anmachen können, damit wir sie alle sehen können. Wunderbar. Das freut mich sehr. Dann würde ich Sie gerne begrüßen und auch gleichzeitig vorstellen. Heute Abend bei uns zu Gast. Und das ist uns auch eine große Freude, dass sie heute da ist. Ist Gamze Kubaschik. Sie ist zugeschaltet aus Dortmund. Ihr Vater, Mehmet Kubaschik, wurde am 4. April 2016 von Mitgliedern der rechtsextremen Terrorgruppe NSU erschossen und war das 8. Todesopfer der NSU-Mordserie. Bis zur Selbstenttarnung des NSU im November 2011 verdächtigten die Ermittlungsbehörden fälschlich Kubaschik, die Familie Kubaschik selbst, krimineller Machenschaften und sahen eine Beteiligung an der Tat. Die Angehörigen beteiligten sich, wie auch die Familie des ersten Opfers, Enver Şimşek, am 6. Mai 2006 an einem Schweigemarsch mit 2000 Personen in Kassel, den die Familie Yozgat wiederum, deren Sohn Halit, 2 Tage nach Mehmet Kubaschik Opfer des NSU geworden war, organisiert hatte. Guten Abend. Großen Dank schon jetzt, dass Sie da sind, Frau Kubaschik, und uns an Ihren Erfahrungen teilhaben lassen. Ich will mal guten Abend sagen und schöne Grüße aus Dortmund. Danke, dass ich da sein darf und danke für die schöne und tolle Veranstaltung. So, wunderbar. Wir kommen gleich ins Gespräch. Wir sind schon sehr gespannt auf Ihre Perspektive. Live aus Tel Aviv ist uns heute auch Naomi Henke-Gümbel zugeschaltet. Sie ist angehende Rabbinerin, durchläuft diese Ausbildung in Tel Aviv und Berlin. Und wir erinnern uns, gehen 2 Jahre zurück oder 3 Jahre sind es jetzt fast schon. Der Anschlag in Halle am 9. Oktober 2019 war der Versuch eines Massenmordes an Jüdinnen und Juden an Yom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag. Ein rechtsextremer Terrorist versuchte in die Synagoge im Paulusviertel in Halle einzudringen, um dort die versammelten Betenden zu töten. Eine von ihnen war Naomi Henke-Gümbel.
Nachdem dem Täter das Eindringen misslungen war in die Synagoge, erschoss er die Passantin Jana Lange vor dem Gebäude und kurz darauf in dem Imbiss Kiezdöner den Gast Kevin Schwarze. Das Datum, Ziel und die antisemitischen Motive des Angriffs auf die Synagoge hatte der Täter zuvor im Internet bekannt gegeben. Und den Tatverlauf übertrug er per Helmkamera als Livestream. Vielen Dank. Wir bedanken uns jetzt schon auch, dass Sie da sind, um mit uns heute Abend ins Gespräch zu kommen, liebe Naomi Henkel-Gümbel. Ja, auch von mir nochmal einen recht herzlichen Dank, dass ich teilnehmen kann. Und es ist wirklich eine Ehre, an so einem aufregenden Panel teilhaben zu dürfen. Und ich freue mich schon sehr auf die Diskussion. Vielen Dank. Und unsere Runde macht dann noch Arne Güttinger komplett. Sozialarbeiter, Erziehungswissenschaftler und vor allen Dingen Berater bei der Leuchtlinie. Das ist eine Beratungsstelle für Betroffene von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Baden-Württemberg. Schön, dass Sie da sind und mit uns über Ihre Erfahrungen bei der Arbeit mit Betroffenen zu sprechen. Ja, ein herzliches Hallo auch von mir an alle in die Runde und auch toll, dass ich für die Leuchtlinie heute hier Teil des Podiums sein kann. Vielen Dank. Wunderbar. Bevor wir in die Diskussion starten, es gab ja schon sozusagen die Ansage zu Beginn. Wir werden hier circa 1,5 Stunden miteinander sprechen und dann laden wir Sie natürlich, alle Teilnehmenden, die hier heute Abend mit im Raum sind, im digitalen Raum, mitzudiskutieren. Sie können gerne während der ganzen Diskussion eben Fragen per Chat stellen und dann im Anschluss an die Diskussion, an unsere sozusagen, auf dem Panel, würden wir das Ganze öffnen und natürlich auch schon ganz gespannt Ihre Fragen, Anregungen, Statements, Erfahrungen, je nach Zeit. Das ist auch immer so ein Thema. Gerne besprechen. Also legen wir einfach los. Und der Kontext ist ja so ein bisschen historisch-politische Bildung. Deswegen würde ich chronologisch zu sagen, hier in dieser Runde vorgehen und mein Wort und meine Fragen zunächst mal an Gamze Kobaschi richten. Wir haben Januar 2020. Wie geht es denn Ihnen und den anderen Familien, zu denen Sie eventuell Kontakt haben, heute? Also an sich geht es mir ganz gut. Also ich wohne und lebe noch in Deutschland und in Dortmund. Und soweit ist alles in Ordnung. Also wir haben ganz normal unseren Alltag. Zu den anderen Familien, also eher wenig nach dem Prozess in München. Natürlich der Kontakt mit Semia Şimşek war mit mir schon immer da. Wir sind in einer engen Kontakt mit ihr. Also wir sprechen sehr oft miteinander, wir schreiben uns sehr oft. Aber leider zu den anderen Familien, wie gesagt, nach dem Prozessende in München ist der Kontakt zu den anderen Familien eher weniger. Wir im Ende letzten Jahres war es, ich will es nicht nur Jubiläum nennen, aber wir hatten dieses Stichdatum, 10 Jahre Selbstenttarnung. Oder gehen wir mal sozusagen auch dann nochmal diese 10 Jahre zurück, weil ich hatte es ja auch in der Anmoderation gesagt, erstmal 10 Jahre gewartet, bis sozusagen diese Einordnung kam. Wie war das denn für Sie und Ihre Familie damals? Sie meinen jetzt vor der Enttarnung? Oder? Also erstmal sozusagen 2011, die Selbstenttarnung, als Sie sozusagen davon erfahren haben. Das wurde damals öffentlich bekannt. Genau, wie war das damals für Sie? Naja, als wir an dem Tag, beziehungsweise als ich an dem Tag dann erfahren habe, dass das Nazis waren, die meinen Vater ermordet haben,
war das erstmal ein Schock. Ich habe den ganzen Tag nicht reden können und ich musste das erstmal sacken lassen. Aber wiederum her war dieses Gefühl, wie jahrelang eine Last zu tragen, das ist so von mir gefallen und es waren halt so gemischte Gefühle. Man kann das gar nicht so in Worte fassen. Also man wusste jahrelang nicht, warum, weshalb. Und man wurde selber als Familie jahrelang verdächtigt. Wir mussten mit diesen Verdächtigungen immer umgehen und damit kämpfen. Und dann kommt dieser eine Tag, wo man dann sagt, das waren diese und diese Leute, die sind schuld an den Morden. Und so halt, wie gesagt, gemischte Gefühle für mich. Die kann ich so nicht beschreiben. Aber ich kann eins sagen, ich glaube, das war eine ganz große Erleichterung für mich und meine Familie. Ich gehe einfach erstmal weiter und würde Frau Henke-Gümbel, die ja auch mit uns sitzt, einfach auch mal befragen. Bei Ihnen ist sozusagen das, was Sie erlebt haben, liegt nicht so lange zurück, aber doch ein paar Jahre. Wie geht es Ihnen seit 2019, heute? Ja, es ist natürlich schwierig, gerade wenn wenn sich wieder ein Anschlag ereignet. Und ob das jetzt Hanau ist, der Anschlag, der weniger als ein halbes Jahr später sich zugetragen hat und der ja auch Parallelen aufzeigt zu dem Anschlag in Halle und Erinnerungen wieder aufbringt. Oder ob das ein Anschlag ist, wie jetzt der letztes Wochenende oder die Geiselnahme, die sich zugetragen hat in Texas, die mich und andere Anwesende, die auch an Yom Kippur in der Synagoge waren, auch sehr treffen, weil es eben auch Überlappungen hat. Die Tatsache, dass ich Rabbinerin werden möchte, dieser Anschlag diese Geiselnahme sich in der Synagoge zugetragen hat, ein Ort, an dem man Frieden sucht und auch Eintracht sucht, ist schwierig. Und ein Großteil der Gruppe, die da war an Yom Kippur, kommt auch aus den USA. Und das sind Parallelen, die dann immer wieder Erinnerungen aufkommen lassen. Und die Frage ist dann aber auch tatsächlich, welche Strategien man dann entwickelt, um dann mit dem Erlebten umzugehen. Und mit der Zeit und eben auch durch Veranstaltungen wie die diesige entwickelt sich das auch sehr. Und das hilft bei der persönlichen Aufarbeitung, bei der gesellschaftlichen Aufarbeitung. Unterschiedliche Betroffene haben unterschiedliche Bedeutung gefunden in diesem Ereignis. Ich denke, einer meiner Lehren, ich will nicht sagen Lehren, aber eine der Sachen, die mir bei der Aufarbeitung helfen, ist tatsächlich auch, mich zivilgesellschaftlich zu engagieren. Ja, und Sie haben auch gerade von sozusagen einem Aufeinanderbeziehen, also nicht nur von Täterseite, sage ich mal, immer wieder ähnliche Muster, immer wieder ähnliche Botschaften, die sozusagen an Betroffene von rechter Gewalt ausgehen, sondern auch ein Aufeinanderbeziehen von Betroffenen. Und das bringt vielleicht ganz gut zu dem Prozess, der ja in Halle auf die Tat folgte, bei dem Sie
auch in der Nebenklage sogar mit saßen. Vielleicht könnten Sie uns auch nochmal sozusagen Ihre persönliche Bilanz geben zum einen und auch nochmal berichten, warum es für Sie auch so wichtig war, tatsächlich auch nochmal in der Nebenklage, also bei der Aufklärung, sich auch juristisch zu beteiligen. Auch tatsächlich. Ja. Ja, es gibt da tatsächlich verschiedene Ebenen. Ich muss wirklich sagen, dass es nochmal eine Ehre ist, mit Gamze heute hier an diesem Panel teilzunehmen, weil bevor ich überhaupt irgendwie wusste, was Nebenklage bedeutet, was ein juristischer Prozess gegen den Attentäter bedeutet, gab es ein Treffen mit AnwältInnen, die eben darüber informieren wollten, über das Mittel der Nebenklage. Und ich war da mit einer Freundin, die damals bei der Amadeo-Antonio-Stiftung gearbeitet hat. Und danach meinte sie, wie du dich dafür entscheidest, ob du dich dafür entscheidest, der Nebenklage beizutreten oder auch nicht, ist eine schwierige Entscheidung. Die kann dir niemand abnehmen. Aber nur damit du es weißt, der NSU-Prozess hätte damals nicht so ausgesehen, wie er aussah, ohne die Nebenklage. Ohne die Stimmen in der Nebenklage, ohne die Betroffenen und Angehörigen, die sich für dieses Mittel entschieden haben und immer wieder auch gepusht haben, wo der deutsche Rechtsstaat sich am liebsten quergestellt hätte. Und mich hat das sehr beeindruckt. Das hat einen sehr starken Eindruck bei mir hinterlassen. Und ich habe da auch in gewisser Weise eine Verantwortung gesehen für die Zivilgesellschaft, in der wir jetzt leben, eben auch zu hoffen, dass genauso wie ich diese Familien und Betroffenen, die das NSU als Vorbild gesehen haben, dass andere, so furchtbar es auch ist, es wird weitere Betroffene rechter Gewalt geben. Und ich würde sehr hoffen, dass wir genauso als Inspiration dienen können. Und nicht zu guter Letzt auch als Enkelin von Shoah-Überlebenden wollte ich das auch nutzen, vor einem deutschen Gericht Recht einzufordern und diese Möglichkeit zu nutzen, die sich meiner Familie nicht geboten hat, auch weil sie Angst hatten. Ja, Frau Henkel-Gümbel, Sie haben dann ja gehört, was sie gerade auch gesagt hat, über die Nebenklage, auch über ihre Motivation nochmal gesprochen, an der Nebenklage sich zu beteiligen. Und da gehe ich wieder zurück auf die 438 Verhandlungstage. Darauf hat sich ja Frau Henkel-Gümbel auch 438 Verhandlungstagen. Welche Fragen konnte der Prozess klären, welche aber nicht? Eigentlich hat der Prozess an sich nur geklärt, dass diese Taten durch das NSU verursacht wurden. Also mein Vater wurde Opfer einer rechten Tat. Mein Vater wurde umgebracht, weil er so war, wie er war. Er war ein Ausländer in diesem Land. Man wollte ihn nicht. Und das waren Rechtsradikale, die ihn ermordet haben. Und natürlich gab es auch Verurteilungen, mit denen ich teilweise abschließen kann. Ich bin beispielsweise mit der Verurteilung der Frau Beate Zschäpe, also ich kann das als Tochter sacken lassen und ich kann da auch einen Punkt setzen. Das ist für mich war das als Tochter gerecht. Natürlich gibt es auch andere Familienangehörigen, die das nicht so sehen. Aber dann gibt es auch nochmal Angeklagte wie André Emminger, bei dem
man es, also bei dem man weiß, er war in diesem Trio, er war dabei, er wusste, was getan wurde, er hat geholfen und es ist einfach so, dass er für mich ein Teil dieser Trio war und somit auch jemand, der für den Mord an meinem Vater verantwortlich ist. Naja, ich sitze heute hier und das ist so der ein Thema, also André Emminger ist sowieso gerade so, wenn ich über ihn spreche, dann habe ich nur Wut in mir und ich weiß gar nicht, wo ich überhaupt anfangen soll. Das ist einer, der wurde gar nicht verurteilt, also der wurde nicht anerkannt, dass er ein Teil des NSUs war. Und das als Tochter zu verstehen, obwohl man so viele Beweise hat, dass dieser Mann dabei war und dass er mitschuld ist an den Morden und dass ein Richter sagt, ein deutscher Richter sagt, nein, das war es nicht, dafür gibt es keine Beweise und er hat nichts damit zu tun, ohne rot dabei zu werden, das macht mich wütend. Ich weiß nicht, wer mich heute hier alles noch verstehen kann. Also wenn ich als Tochter darum kämpfe, Gerechtigkeit für meinen Vater zu suchen und ich möchte nur Gerechtigkeit für meinen Vater, also diesen Frieden in mir, also den Schicksal sowieso kann ich nicht ändern, aber diesen Frieden in mir zu finden, dass es ist passiert, aber es wurde auch, dafür wurden auch die Leute bestraft. Das ist das Problem und damit kann ich nicht abschließen und weiterleben. Und nach dem Urteil von André Emminger, ich meine, das war am 5. Dezember, als mich dann mein Anwalt angerufen hat und mir die Nachricht übergeben hat, war das dann nochmal ein Schlag ins Gesicht und ich konnte es einfach nicht verstehen. Also ich weiß nur eins, und wenn ich das manchmal nicht so wahrhaben möchte, weil ich einfach zu diesem Land gehöre, das ist hier meine Heimat, dass ich sagen muss, die Nazis haben es hier viel, viel besser und sie töten Menschen, das sind gefährliche Leute und trotzdem behandelt man die viel, viel besser als wie beispielsweise uns. Ganz normale Leute, die alles für dieses Land tun. Ne? Wir gehen für dieses Land arbeiten, wir versuchen das Beste daraus zu machen und das macht mich einfach nur wütend. Und ich finde überhaupt keine Worte dafür. Also dieser Urteil von dem anderen Emminger zuletzt am 15. Dezember, Entschuldigung, wenn ich da jetzt was falsch sage, war der letzte Schlag ins Gesicht für mich. Vielen, vielen Dank für diese Worte. Es beeindruckt mich einfach unglaublich. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle nochmal danken. Ich kann mir nicht ausmalen, wie schwierig es ist, auch, dass Sie darüber sprechen. Und Sie haben mir auch im Vorgespräch gesagt, dass das sozusagen auch dazugehört für Sie, um diese Aufklärung weiterhin einzufordern, eben auch darüber zu sprechen. Und nochmals, und das ist das, was wir jetzt sozusagen schon nach der ersten halben Stunde das, was Sie gesagt haben, auch Naomi Henke-Gümbel gesagt haben, wie viel Ausdauer und Kraft es braucht, obwohl man eigentlich trauern, betroffen ist. Und das ist, wie Sie sagen, wie Sie das gesagt haben. Tut mir leid, das bewegt mich auch. Ich gehe wieder zurück zu Ihnen, Naomi Henkel, oder ich frage vielleicht erstmal auch Sie ganz direkt, Frau Kubaschik, nochmal zurück, was Ihnen denn auch hilft, also mit dem Ganzen umzugehen und woraus Sie denn bei all diesen schrecklichen Dingen auch noch Kraft schöpfen. Ja, also in erster Hinsicht ist es natürlich wichtig, eine enge Bindung zu der Familie zu haben. Das hatten wir von A und O, vor allem dafür bin ich meinem Vater auch sehr dankbar. Der hat uns diese Bindung gegeben. Wir sind als Familie überhaupt sehr stark. Dann bin ich sehr, sehr froh, auch wenn
diese Stadt mich geprägt hat, dass ich in Dortmund lebe, denn es gibt ja so viele Menschen, die einem unterstützen. Das Initiative Kein Schlussstrich zum Beispiel. Die leisten Arbeit und die tun so viel für Erinnerungsarbeiten, das ist für mich und meine Familie sowas von wichtig. Wobei ich sagen muss, wir haben in Dortmund auch ein Nazi-Problem. Wir haben hier auch ganz, ganz viele Nazis, die rumlaufen und vor allem gefährliche Nazis. Aber trotz dessen, ich habe diese Stadt als Heimat für mich gesehen. Also da sind meine Eltern auch. Also das ist für mich, also ich beispielsweise den Vergleich zu Semia, sie hat mit Deutschland irgendwo abgeschlossen. Und ist dann in der Türkei, erlebt seit Jahren schon in der Türkei. Und das wäre zum Beispiel für mich ja keine Alternative. Also das würde nicht gehen, weil Deutschland einfach meine Heimat ist. Und ansonsten bin ich auch sehr froh darüber, dass es ganz viele Veranstaltungen darüber gibt, dass man Menschen darauf aufklärt und dass, ja, also ich sowieso, also erstmal ganz offen gesagt, mir fällt es sehr schwer, überhaupt über das Thema zu sprechen, aber ich mir irgendwann gesagt habe, du musst dich entscheiden und wenn du als Tochter den Wort nimmst und dann hören dir die Menschen viel mehr zu. Ich möchte einfach, dass man das, was meinem Vater passiert ist, niemals vergisst und alle sollen wissen, was der NSU ist und was der NSU gemacht hat. Vielen Dank. Ja, auch für diese Bilanz sozusagen der 438 Verhandlungstage im NSU-Prozess. Auch in Halle gab es einen Prozess. Dort saß Naomi Henke-Gümbel in der Nebenklage. Und jetzt, wenn wir auch feststellen, hoffentlich, wir haben gesellschaftlich dazugelernt, es sind rechte Morde passiert vor unseren Augen, die wurden ignoriert. Wurden denn Betroffenenperspektive in dem Prozess in Halle besser eingebunden? Wie ist da Ihre Bilanz? Wow, schwierig. Es ist so, dass die Vorsitzende Richterin Ursula Mertens in der Tat auch in Vorbereitung auf diesen Prozess mit einigen Richtern geredet hat und im Austausch war, eben um ein Gefühl zu bekommen, wie man am besten durch so etwas durchnavigiert. Und so heißt es, habe ich zu hören bekommen während dem Prozess von unseren AnwältInnen, dass sie sich wohl auch an Prozessen in Südafrika orientiert haben soll. Bei der Auflösung des Apartheidstaates. Genau, und die waren ja auch sehr anders, von dem, was ich auch verstanden habe, sehr anders als jetzt zum Beispiel der Prozess der München gegen den NSU, den NSU und Assoziierte mit dem NSU gelaufen ist, also gegen eben die Angeklagte und andere, deren Name ich auch nicht nennen möchte. Das ist auch nochmal eine Besonderheit, denke ich, aus dem Halle-Verfahren, auf das ich in einem Moment eingehen werde. Was die Betroffenen betrifft, ist da eben der Punkt, dass uns im Laufe des Verfahrens doch viel Platz gegeben worden ist. Wir konnten unsere Zeugenaussagen und unsere Plädoyers freigestalten und sind nicht zurechtgewiesen worden von der Vorsitzenden Richterin, was wirklich ein Novum war und Pioniersarbeit. Und wirklich etwas ist, von dem ich hoffe, dass es auch in der Zukunft weiterhin so beibehalten wird. Aber was das Ganze dann zunichte gemacht hat,
war dann die Urteilssprechung vor etwas mehr als einem Jahr, am 20. Dezember 2020. Und da, das war tatsächlich ein Schlag ins Gesicht, weil sie die PolizeibeamtInnen, die an dem Tag im Dienst waren, in den Himmel gehoben hat, von den Heldinnen des Tages gesprochen hat, dieses Ereignisses, wobei wirklich alle Betroffenen durch die Bank sich über den Polizeieinsatz und wie das abgelaufen ist, beklagt haben und schwere Kritik geäußert haben. Und auch danach die Aufarbeitung durch die Behörden, durch die polizeilichen Behörden im Nachhinein war katastrophal. Also es war sehr verwunderlich, wie es überhaupt sein kann, dass eine Künstlerin, die auch in der Synagoge war, zusammen mit jemandem, die im Beratungsbereich eben von Betroffenen rechter Gewalt, wie die es schaffen, mehr Aufklärung zu gestalten, an den Tag zu bringen, als das LKA und das BKA. Gerade was eben Internetpräsenz betrifft, des Angeklagten. Noch eine weitere Sache, die, denke ich, besonders war in dem Prozess, ist eben auch, dass die Nebenklage wieder und wieder gefordert hat, dass man den Fokus wegbewegt von dem Täter hin zu den Betroffenen, dass man ihm nicht die Bühne und das Rampenlicht gibt, das er fordert, was gerade auch wichtig ist in dieser Kontinuität. Also der Attentäter von Oslo und Utøya zum Beispiel hat die Angeklagte und die Mitattentäterin des NSU zum Beispiel dazu aufgefordert, den Prozess als Bühne zu nutzen für ihre Ideologie und zu der weiteren Verbreitung ihrer Hassbotschaften. Und mir ist es wirklich ein Anliegen, dem keine Bühne weiter zu geben. Und ich denke, dass die Medien soweit auch ihren Beitrag geleistet haben zu einer, ich würde mal sagen, zu einer Perversion des Wärterkomplexes. Es geht nicht darum, einen idealisierten Selbstmord zu haben, sondern vielmehr darum, in das Rampenlicht zu gelangen durch Morde anderer. Und ich würde sehr hoffen, dass auch die Medienlandschaft versteht, dass sie eine Verantwortung da tragen und das nicht weiter verbreiten und weiter idealisieren durch die Aufmerksamkeit, die sie eben solchen Attentätern und deren Ideologie geben. Ja, vielen, vielen Dank. Kurz nach Halle, nämlich im Februar 2020, dann eben der Anschlag in Hanau, wo auch 9 Menschen, 10 Menschen ums Leben gekommen sind. Und davor natürlich, also kurz vor Halle, ist auch Walter Lübcke gestorben. Aber was löste vielleicht auch nochmal Hanau im Speziellen, auch wenn Sie sagen, der Prozess war ja dann noch gar nicht beendet, in Ihnen und auch in den anderen Menschen, mit denen Sie gemeinsam in der Synagoge waren, aus? Der Prozess zu dem Zeitpunkt hat ja noch nicht immer mehr angefangen. Ich denke,
Was auf jeden Fall eine Gemeinsamkeit war, war diese Ungewissheit, wie das weiter aufgearbeitet wird und auch ob der Attentäter alleine gehandelt hat oder inwieweit da auch ein Netzwerk dahinter stand. Und da ist es ja, also da das ist ja zum Beispiel so, dass man bei dem Anschlag in Hanau ja auch dann keinen Prozess hatte mit einem Beschuldigten oder einen Rahmen, der das weiter hätte aufarbeiten können. So, deshalb ist es wirklich sehr beeindruckend und sehr rührend, was die Initiative 19. Februar an Arbeit leistet, in Eigeninitiative, um weiter aufzudecken, um auch aufzuzeigen, welche Rolle der Vater dabei spielte in der Verbreitung dieser Ideologie oder in der Prägung der Ideologie des Attentäters. Und wo ich in gewisser Weise auch eine Parallele sehen würde, ist, dass es auch bei gerade in dem Tatkomplex Synagoge am Anfang nicht klar war, ob es überhaupt als versuchter Mord gewertet werden würde oder als Sachbeschädigung an dem Grundstück der Synagoge. Genau. Und all das war eigentlich auch nur möglich dadurch, dass es tatsächlich auch Leute gibt, angefangen von Beratungsstellen bis hin zu sehr engagierten AnwältInnen, die auch wirklich für Sachen gepusht haben und auch es ermöglicht haben, ich kann jetzt nur für mich selber sprechen, auch Kräfte zu sammeln, um dann auch wieder und wieder an dem Prozess teilhaben zu können und um auch Bedeutung zu finden. Am Anfang war es so, dass ich mir eigentlich nur vorgenommen hatte, am Prozess Auftakt da zu sein. Und daraus hat sich dann aber eine eigene Dynamik entwickelt. Und auch mit dieser eigenen Dynamik hat sich dann auch eine neue Bedeutung für mich entwickelt, auch in meinem Dasein als Jüdin in Deutschland. Und auch das Verständnis, dass es ein Bedürfnis gibt zur Vernetzung mit anderen Betroffenen rechter Gewalt und der Solidarisierung eben untereinander. Und ich glaube, dass es auch etwas ist, was mir sehr viel bedeutet hat, den Kontakt zu knüpfen zu Izmit und Rifat Tekin, zu Aftex Ibrahim, anderen Betroffenen des Halle-Anschlags. Genau. Mhm. Vielen, vielen Dank, Frau Kubaschuk. Wir hatten ja auch in unserem Vorgespräch, hatten Sie mir auch berichtet, wie sehr Sie sozusagen gelitten haben, auch nochmal durch die Tat in Hanau, wenn Sie da gerade nochmal ergänzen möchten. Ja, Hanau. Als ich die Nachricht von Hanau bekommen habe, dann war erstmal für mich, ich wollte das erstmal nicht hören und es hat mir echt die Zeit gekostet, bis ich dann überhaupt beispielsweise die Bilder von den Opfern, von den jungen Menschen mir angucken konnte. Und es war einfach, als wäre das wieder dieser 4. April, an dem mein Vater ermordet wurde. Dieses Gefühl, also ich kenne keinen von den Familien, aber trotzdem ist man denen so nah, weil man dasselbe erlebt hat. Man weiß, wie das ist,
einem Menschen, also was da plötzlich passiert ist, also man verliert da jemanden aus seiner Familie, seinen Sohn, seinen Bruder, ja, und dann dieser Schock und ich habe gefühlt, was die Familie gefühlt hat an diesem Moment oder wie es denen ergangen ist, das kann ich so in Worte gar nicht fassen, aber ich weiß nicht warum, aber Hanau war für mich, also es fällt mir immer wieder schwer, darüber zu reden. Ich weiß es nicht. Also dann, wenn man dann, ich habe beispielsweise dann irgendwann mitbekommen von irgendjemandem, dass einer von denen an dem Todestag meines Vaters Geburtstag hatte und dann ich weiß nicht warum, aber ich beschäftige mich dann mehr damit und das tut mir einerseits nicht gut, aber ich möchte, ich traue mich zum Beispiel auch nicht, auch wenn ich das so gerne möchte, mit den Eltern oder mit den Familien von den Einzelnen, ja, mich mit denen kennenzulernen und aber wiederum habe ich so Angst über diesen Schmerz. Ich kann das nicht so in Worte fassen, aber Hanau hat mich sehr, sehr mitgenommen. Vielen, vielen Dank. Wir hören und wir holen Anne Göttinger auch mal mit in die Diskussion, der auch schon ganz gespannt zuhören und ich denke vieles, also alles nur bestätigen, unterstreichen kann. Wir haben jetzt über das Wort Rechtsextremismus viel gesprochen, aber es geht ja auch um Rassismus, es geht um Antisemitismus, da können wir natürlich über Mordopfer sprechen, aber vielleicht erzählen Sie uns mal, was es sozusagen noch für Anliegen gibt oder wie Betroffene sozusagen in Baden-Württemberg, wo fängt Rassismus an, wo hört er auf, wegen was kommt man zu einer Beratungsstelle, welche Unterstützung bieten Sie auch an? Ja, vielen Dank auch für die sehr bewegenden Schilderungen. So, ich kann mir vorstellen, dass es nicht einfach ist. Ich möchte großes Danke nochmal sagen. Mit welchen Anliegen kommen Beratungssuchende zu uns? Na, wir als Leuchtlinie haben erstmal so den Rahmen, dass wir Betroffene beraten, die von rechter, rassistischer, antisemitischer Gewalt betroffen sind. Wir orientieren uns da am Konzept der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, was auch so Dinge umfasst wie Abwertung von wohnungslosen Menschen, Abwertung von queeren Menschen, Abwertung von Menschen mit Behinderung. Ne? Also Rassismus ist schon wirklich ein ganz, ganz großer Teil von dem Beratungsanliegen. Aber das spannt sich tatsächlich relativ weit auf das Feld. Ne? Also überall dort, wo quasi eine Ideologie der Ungleichwertigkeit dahinter steht, wo Menschen aufgrund verschiedener Merkmale quasi die Menschenwürde aberkannt wird und das Menschenrecht am Ende aberkannt wird. Mit allen solchen Anliegen können sich Menschen an uns wenden und tun das auch. Wo Rassismus anfängt, das kann schon im ganz Kleinen anfangen, würde ich denken. Ne? Also wir bei uns, bei der Leuchtlinie, wir sind ja tatsächlich für Gewalttaten, ne, für strafrechtlich relevante Dinge zuständig. Sachen, die eher so in den Bereich Diskriminierung fallen, dafür sind die Antidiskriminierungsstellen zuständig. Aber auch da passiert Rassismus, passiert Antisemitismus, ja, passiert Abwertung. So. Was den Leuten widerfährt, mit welchen Erlebnissen sie zu uns kommen, ist auch sehr unterschiedlich. Das bewegt sich von schweren Sachbeschädigungen, Beleidigungen, Nötigungen, Brandstiftungen, gefährliche und schwere Körperverletzungen. Auch diese Bandbreite. Was wir dann machen in unserer Beratung, ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Das orientiert sich sehr stark an den Bedürfnissen und Wünschen der Betroffenen.
Das kann sein, erstmal eine so psychosoziale Unterstützung und Stabilisierung, ja, auch einen Raum bieten, um das Erlebte einfach mal zu formulieren, ja, und auch einen sicheren Raum, wo das nicht in Frage gestellt wird, na, wo keine Schuldzuweisungen an die Betroffenen passieren, so wie wir das ja leider auch ganz oft erleben, na, bei rechter Gewalt. Was häufig ein Thema für uns ist, ist auch juristische Aufarbeitung, Unterstützung in der juristischen Aufarbeitung, Vermittlung an AnwältInnen, Vermittlung zu Finanzierungsmöglichkeiten von Rechtsbeiständen, weil das auch häufig ein Problem ist. Also, ne, Anwälte, Anwältinnen kosten Geld und auch in aller Regel wird für eine Nebenklage keine Kosten übernommen vom Staat. So. Das kann auch sein, eine Vermittlung zu therapeutischen Angeboten, auch eine Vermittlung zu Selbstorganisation. Also das ist wirklich ein sehr, sehr weites Feld. Ja, was wir jetzt merken in den letzten 2 Jahren, was wirklich, naja, neu ist und sehr, sehr zunimmt, sind auch Gewalttaten im Kontext von Corona. Ja, also Zusammenhänge, Personengruppen, die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ablehnen, dass da eben dann auch Gewalttaten passieren, wo ja auch häufig ein rechter Hintergrund zu sehen ist. Ja. Genau, das ist so. Jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob ich auf alle Fragen so irgendwie eingegangen bin. Ja. Aber ich habe mal versucht, das zu umreißen. Super, also auch eine gute Gelegenheit, um vielleicht auch alle Anwesenden auch nochmal auf das Beratungsangebot hinzuweisen, weil Sie haben es ja auch gerade schon gesagt, Sie können im Prinzip bestätigen, dass sozusagen das Rassismus, Rechtsextremismus in unserer Gesellschaft vorhanden ist, ist klar, sondern der Umgang ist sozusagen auch eine Kontinuität, also dieses Beschuldigen auf so einer großen Ebene, du bist sozusagen Teil, wie im Fall von Familie Kubaschik, Teil des Mordes, du hast da irgendwie mitgeplant, aber auch im Kleinen sozusagen gibt es dieses nicht richtig ernst genommen werden, wenn man Opfer wird von Antisemitismus oder Rassismus, es ist nicht so gemeint, etc. pp. Und das hat auch eine Wirkung auf Betroffene. Haben Sie denn auch beobachtet, wie vielleicht, ich sag mal, die jüngeren Ereignisse, die uns ja auch als Gesellschaft, ich denke da an Walter Lübcke, an Hanau, an Halle, die Beratungsstelle gibt es seit 2016, hat das auch eine Wirkung auf Ihre Beratungsanfragen eventuell sogar gehabt? Also, was wir feststellen konnten, ist, dass teilweise auch Beratungsfälle, die schon abgeschlossen waren, Beratungsprozesse, die vorerst zu einem Ende gekommen sind, dadurch wieder reaktiviert worden sind. Also dass Betroffene gesagt haben, so hey, das, was ich da mitkrieg, so das rührt mich so auf, das macht was mit mir, dass ich da selber jetzt wieder eine Beratung in Anspruch nehmen möchte. Also das geht schon auch so in Richtung Retraumatisierung, was wir da wahrnehmen. Sonst, wenn wir so drüber nachdenken, ich möchte jetzt auch nicht für betroffenen Gruppen so sprechen oder für einzelne Betroffene sprechen, aber ich würde sagen, dass das halt auch nochmal sehr verschärft so die Erfahrung, die Gewaltbetroffene halt machen, auslöst. Ne? Traumatisierungen, Verunsicherung, Vertrauensverlust, auch gerade in staatliche Organe und Behörden. Wir stellen fest als Beratungsstelle, dass wir eigentlich strukturell nicht ausreichend aufgestellt sind, um solche Herausforderungen zu bewältigen. Ja, wir sind für ganz Baden-Württemberg 4 Vollzeitstellen in der Beratung. Und so ein rechter Terroranschlag kann in Baden-Württemberg potenziell genauso passieren. Also wenn wir uns Hannibal-Netzwerk angucken, die Gruppe S, irgendwie Waffenfunde, die es auch in Baden-Württemberg gibt und organisierte Neonazis mit einer langen, langen Tradition. Auch zum Glück ist das in Baden-Württemberg noch nicht so passiert, aber es ist möglich, dass es passiert. Und für so einen dramatischen Fall sind wir nicht ausreichend ausgestattet und aufgestellt, muss man leider so sagen. Ja,
Vermutlich würde es halt schnell zu einem lauten Aufschrei kommen, der aber möglicherweise nicht viele Konsequenzen nach sich zieht. Ne? Wo dann erstmal, na, wie wir es ja auch schon gehört haben, gesagt wird, so, ja, umfängliche Aufklärung und wir werden alles daran setzen. Und am Ende folgt diesen schönen Worten leider häufig nicht ausreichend Taten. Ja, vielen, vielen Dank. Auch nochmal für den Hinweis auf die Beratungsstrukturen, die ja letztendlich auch sich bereit machen müssen. Wir haben das ja jetzt an der Diskussion an unterschiedlichen Stellen gehört. Wer ist sozusagen dann auch entscheidend in der Unterstützung? Es sind sozusagen die Angehörigen letztlich selbst, die sich vernetzen, aber auch eben zivilgesellschaftliche Organisationen, die mitarbeiten, mitwirken, die auch die Gedenkkultur, wie Frau Kubaschik schon gesagt hat, aufrechterhalten. Naomi Henkel-Gümbel, wie ist es denn mit dem ganzen Erinnerungskultur? Erstmal sozusagen, was schwingt da natürlich auch mit aus der Position als Jüdin in Deutschland im Kontext Erinnerungskultur, aber dann auch nochmal im Speziellen vielleicht das Erinnern auch an den Anschlag in Halle? Ja, also da schwingt auf jeden Fall eine Menge mit. Und ich würde mal den, weil mir gerade kein besserer Ausdruck einfällt im Deutschen als im Englischen, a bittersweet taste. Also wir haben ja gerade letztes Jahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland markiert. Ich will nicht darüber reden, dass es zelebriert worden ist, weil diese 1700 Jahre also sehr arbiträr wirken und natürlich auch angesichts der jüngeren Geschichte es auch fraglich ist, ob da nicht die ein oder andere Periode ausgelassen worden ist. Auch in dem Kontext ist es so, dass der Anschlag in Halle sehr, sehr schwierig ist, weil zunächst der Fokus oder auch für eine ganze Weile der Fokus hauptsächlich auf den Betroffenen des Tatkomplexes Synagoge war und andere Betroffene außen vor gelassen worden sind. Was bei nicht wenigen von den jüngeren SynagogenbesucherInnen böse aufgestoßen ist. Also dass man sich da so sehr fixiert und andere Narrative, andere Betroffene, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es zu Beginn schon erwähnt worden ist, aber Halle ist nicht nur ein antisemitischer Anschlag gewesen, es ist ein antisemitischer, ein rassistischer, ein misogyner Anschlag gewesen, auch, ich würde sagen, zu einem Grad ein Ableism war auch eine Motivation dabei. Und wenn man sich anschaut, was eben auch das Gedankengut, dieses White Supremacy-Denken des Attentäters betrifft, was ja nochmal, ich würde sagen, eine Weiterentwicklung ist von der Neonazi-Kultur, wie man sie aus den vorhergehenden Jahrzehnten kannte. Dementsprechend ist es so, dass ich sagen würde, dass das Gedenken an den Anschlag wirklich, wirklich dem Ereignis nicht gerecht wird. Wie auch bei anderen hassmotivierten Anschlägen und Attentaten ist es so, dass die Betroffenen außen vor gelassen werden bei den jeweiligen Veranstaltungen, um den Jahrestag zu markieren und zu gedenken, ist das auch hier der Fall. Und ich glaube, was so den innerjüdischen Kontext betrifft, das ist auch etwas so, es ist etwas, was sich auch gerade entwickelt und was eigentlich auch sehr,
sehr auf die Gruppe, die da war, in gewisser Weise auch beschränkt. Es ist auch nochmal so zu der Einordnung, Yom Kippur ist der höchste jüdische Feiertag, in dem der jüdischen Tradition nach entschieden wird, über das eigene Schicksal entschieden wird. Ja? Ob man metaphorisch gesprochen in das Buch des Lebens eingeschrieben wird. Und man fastet den ganzen Tag. Es ist ein Tag, in dem man sich mit dem eigenen Gewissen auseinandersetzt, in dem man tief in das Gebet eingebunden ist. Und so ist es auch etwas, was jetzt für gerade für die Leute, die an dem Tag in der Synagoge war, eine weitere Bedeutung bekommen hat und die Frage aufkommt, so dürfen wir noch ein weiteres Jahr leben? Ich nutze traditionell nicht mein Telefon an dem Tag und auch an Samstagen nicht. Und es ist dann die Frage, wenn ich mein Telefon wieder anmache, bekomme ich dann die Nachricht, dass wieder irgendwo ein Polizeieinsatz ist, weil eine weitere Synagoge betroffen sein könnte. Oder es ist immer so diese Frage im Hintergrund, werde ich diesen Tag sicher überstehen können? Werde ich diesen Nachmittag überstehen können? Oder passiert irgendwas? Also diese ganzen Erinnerungen kommen dann durchaus wieder auf und man versucht sich dann rückzuversichern, dass die Realität in den meisten Fällen doch eine andere ist, aber wissen tut man das letztendlich nicht. Vielen, vielen Dank. Frau Kubaschik, wie werden Sie am 4. April 2022 an Ihren Vater erinnern und gedenken und wer ist da vielleicht auch solidarisch mit Ihnen an der Seite, auch in Dortmund vor Ort? Also in der Hinsicht muss ich mich herzlich auch im Namen meiner Familie bei dem Bündnis Initiative kein Schlussstrich bedanken. Die tun natürlich, also die sind jedes Jahr dabei und bis jetzt lief das so ab, dass wir mit einem Demo von unserem damaligen Kiosk oder Trinkhalle zum Auslandsgesellschaft gelaufen sind, wo das Gedenkstätte für die Opfer des NSU steht. Und dann gibt es da halt eine Kundgebung und es tut uns als Familie sehr gut, dass wir an diesem Tag nicht alleine sind, weil wir davor immer nur alleine waren. Und es ist natürlich ein schwieriger Tag, vor allem für mich. Also mir geht es Tage davor überhaupt nicht gut, aber trotz dessen, wenn ich dann da bin und so viele Menschen aus Dortmund sehe oder Umgebung, dann habe ich wieder diese Kraft und es macht mich dann auch einfach glücklich, wenn ich sehe, dass so viele Menschen an dem Tag, wo mein Vater ermordet wurde, mit uns und bei uns sind. Das bedeutet uns sehr viel. Und nochmals bedanke ich mich herzlich bei unserer Initiative Kein Schlussstrich, die jedes Jahr dafür sorgen, dass so viele Leute dabei sind, dass die das alles organisieren und Ja, vielen Dank. Frau Henkel-Gümbel, wie sieht Solidarität oder was ist für Sie Solidarität? Frau Kubaschik hat das ja gerade schon ein bisschen bildlich gemacht. Und wie sollte sie vielleicht aussehen, auch nochmal im Kontext Antisemitismus? Wow, das ist jetzt in der Tat eine sehr, sehr schwierige und eine sehr komplexe Frage.
Ich würde sagen, dass Solidarität damit anfängt. Ich glaube, ich würde erstmal von den Anfängen reden. Damit anfängt oder anfangen kann, offenzulegen, dass man vielleicht manche Dinge nicht weiß. Ja? Und das transparent zu machen und nachzufragen und Beziehungen zu knüpfen auf einer zwischenmenschlichen Ebene. Genau, das denke ich, ist schon mal ein sehr wertvoller Ansatz. Und ja, Mut zu zeigen, in Kontakt zu treten. Das ist nicht selten ein Hindernis. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Eben auch durch meine Erfahrung in dem Netzwerk Betroffener rechter Gewalt, weil es da doch unterschiedliche Erfahrungen gibt, aber der gemeinsame Nenner dann eben doch da ist. Und wichtig eben dabei ist, Platz zu schaffen für verschiedene Narrative und zuzuhören und Empathie zu zeigen und nachzufragen. Das denke ich, ist sehr wichtig. Und ja, wie gesagt, Mut, auch Dinge zu äußern, auch wenn sie manchmal unangenehm sind, gerade was Zivilcourage betrifft und man einen rassistischen Kommentar, einen antisemitischen Kommentar, einen homophoben, also die Liste ist sehr, sehr lang, hört nicht wegzuschauen, sondern eben das Wort zu ergreifen und einzufordern, dass das korrigiert wird. Genau. Herr Göttinger, was würden Sie sagen, auch aus Ihrer Erfahrung in der Arbeit mit Betroffenen? Wir haben jetzt so oft gehört, dass die Perspektiven und Bedürfnisse von Überlebenden, von Angehörigen, von Betroffenen einfach nicht genug im Zentrum stehen, auch wenn wir vielleicht leichte Fortschritte gemacht haben, wenn wir uns angucken, dass wir Hashtag Say Their Names, die Namen sozusagen der Hanauer Opfer kennen und zu NSU-Zeiten eben die Namen, die wir heute nicht nennen wollen, zur Abwechslung bekannter waren an vielleicht der Name Enver Şimşek oder der Name Halit Yozgat oder Mehmet Kubaşik. Was braucht es noch konkret, damit wir wirklich betroffenenzentrierter auch diese Themen angehen? Ich würde sagen, es braucht auch eine Änderung in der strukturellen Rahmengestaltung. Na, also ich denke, es bräuchte, also ich stimme dem allen zu, ne, was gesagt wurde. So, es braucht zwischenmenschliche Kontakte, es braucht auch Nachfragen, Offenlegen von eigenen Unsicherheiten, auch ein Zuhören, ein Ernstnehmen. Ne. So, dem stimme ich uneingeschränkt zu. So. Ich würde zusätzlich noch sagen, dass es Gesetzesänderungen braucht. Na, dass ganz konkret Betroffene von rechter Gewalt besser geschützt werden müssen. Na, das kann anfangen bei einer automatischen Melderegistersperre für Betroffene. Na, also dass über die Bürgerämter nicht mehr deren Adressen abzufragen sind oder eine automatische Adresssperre in den Gerichtsakten. So kann das anfangen. Na, das kann auch weitergehen mit einer automatischen Auskunft über Stand des Verfahrens oder so. Na, also das sind alles Dinge, die Betroffene oder deren Anwältinnen und Anwälte heute selbst machen müssen. Also das wäre auf jeden Fall ein Ansatzpunkt. Was aus unserer Erfahrung noch sehr wichtig wäre, wäre eben Betroffenen von rechter Gewalt, die keinen gesicherten Aufenthaltsstatus haben, eine Duldung, wenigstens eine Duldung zu gestatten oder eben bestenfalls einen sicheren Aufenthaltstitel. Denn
also ne, können wir uns alle vorstellen, irgendwie so häufig sind Aufenthaltstitel gekoppelt an irgendwie ein Studium, eine Berufstätigkeit, eine Ausbildung. Und wenn Menschen aber Gewalt erfahren, rechte Gewalt erfahren, dann ist das erstmal nicht so wichtig. Ne? Da geht es um ganz andere Sachen. Und häufig können dann auch die Betroffenen eben nicht mehr ihre Berufstätigkeit, ihre Ausbildung so ausüben und sind deshalb dann wieder davon bedroht, dass ihnen ihr Aufenthaltsstatus irgendwie aberkannt wird. Das wäre total wichtig. Ich würde auch denken, dass es finanzielle und personelle Ressourcen und Kapazitäten braucht für tatsächlich für Beratungsstellen wie unsere, aber vor allem auch für Selbstorganisationen, für Menschen, für potenzielle Betroffene oder für Menschen, die von rechter Gewalt betroffen sind, die sich selbst organisieren. Na, da bräuchte es, denke ich, auch Anerkennung, Geld, Personalstellen und ja, einfach so nochmal eine Anerkennung mit handfester materieller Ausstattung. So. Ich als Angehöriger der weißen deutschen Mehrheitsgesellschaft würde schon auch irgendwie auch sagen, da braucht es auch Privilegien, die da sind, zu nutzen. Ja? Und halt auch so ein, dann dort, wo Betroffene das wünschen, auch deren Perspektive und Stimme zu stärken. Und auch das, ne, also ich werde auch bei einer Polizei zum Beispiel anders gehört als jetzt eine Person of Color, die irgendwie in einem Asylverfahren ist. So, das möchte ich natürlich nutzen, um da eine andere Stimme irgendwie, um eine Stimme hörbarer und sichtbarer zu machen, die sonst halt nicht gehört wird. So. Ich würde noch zusätzlich sagen, dass es eigentlich steht, dass noch vor allem, was ich gerade gesagt habe, dass rechte Gewalt wirklich auch anerkannt und akzeptiert wird als Phänomen, als Problem. Na, häufig ist von Seiten der Politik, auch von Seiten der Medien und auch von Teilen der Öffentlichkeit eher so das Credo, also speziell in Baden-Württemberg tatsächlich, ist dann eher das Credo so, nö, das gibt's bei uns nicht. Das ist ein Problem der ostdeutschen Bundesländer oder meinetwegen Großstädte, irgendwo anders, aber bei uns doch nicht. Und Menschen, die darauf hinweisen, Betroffene, die sagen so, hey, mir ist das aber passiert, die werden dann häufig noch angefeindet und mit so einem Nestbeschmutzungsvorwurf belegt irgendwie. Also da müsste auch eine Anerkennung her, dass es ein Problem ist, dass es rechte Gewalt gibt und dass es ein Problem ist und dass es die Betroffenen verdient haben und dass es ihr Recht ist, da gehört zu werden und ernst genommen zu werden. Das, und wie gesagt, alles andere, was gesagt wurde, würde ich total zustimmen. Was tun mit Fragezeichen ist auf jeden Fall was tun mit Ausrufezeichen. Ne, ich denke, wir können alle was tun. Wie das am Ende aussieht, kann total unterschiedlich sein. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass wir aktiv werden, ins Handeln kommen und was tun. Und wie das dann am Ende aussieht, das kann, denke ich, ganz, ganz unterschiedlich sein. Vielen, vielen Dank für die klaren Worte, die hoffentlich auch hier gut Gehör finden in dieser Runde, auch nochmal für das spezielle Baden-Württemberger Wissen sozusagen dazu in dem Kontext. Frau Kubaschik, wenn Sie möchten, könnten Sie jetzt sozusagen auch nochmal die Frage beantworten, was können Einzelne aus Ihrer Sicht nochmal tun, vielleicht auch nochmal breiter gefasst, um sozusagen rechte Gewalt in unserer Gesellschaft, die ja immer wieder passiert, die Ihnen widerfahren ist, die vielen anderen Menschen in Deutschland beinahe täglich passiert. Was würden Sie sich wünschen oder können Sie überhaupt einen Wunsch formulieren an einzelne Personen, die vielleicht hier im Raum sind? Was kann ich tun, um das Problem mitzubearbeiten? Ja, also ich glaube, der einzelne Einsatz jeder Person ist das A und O bei der Sache. Also ich weiß, wie es sich fühlt, alleine durch etwas, was man nicht alleine schafft, voranzukommen, das ist sehr schwer. Hat sich natürlich nach dem Tod meines Vaters und danach durch die vielen
ja, wie soll ich sagen, Orte, wo man hingehen kann und Hilfe suchen kann, ganz anders. Ich hatte das damals nicht. Also ich wüsste auch nicht, ob es damals eine Beratungsstelle gab, wo ich hingehen konnte. Ich glaube eher nicht. Ich habe auch gerade mitbekommen, dass die Beratungsstellen erst ab 2016 gibt es, genau. Und das ist für mich natürlich, es ist sehr wichtig. Diese Beratungsstellen sind sehr, sehr wichtig. Ich glaube, wenn ich damals eine Beratungsstelle zur Verfügung hatte, dann würde das, also wäre mein Leben viel einfacher und leichter, wenn ich da jemanden hatte, mit dem ich sprechen könnte, weil ich, dieses Gefühl, alleine zu lassen und alleine zu sein, das ist schrecklich. Und dieses Gefühl, nicht weiterzukommen, das ist noch schrecklicher. Und das, es gibt so viele Punkte auch, Veranstaltungen, sehr wichtig, dass man Leute aufklärt. Denn ich als Tochter möchte nicht, dass dieser NSU-Fall in Vergessenheit gerät. Ich möchte nicht, dass das, was meinem Vater passiert ist, dass man das vergisst. Und dafür sitze ich auch heute hier. Und für mich ist natürlich nochmal wichtig, dass man viele Jugendliche in solche Veranstaltungen einbringt und in den Schulen viel mehr dafür tut, dass sie wissen, was ist eigentlich passiert, wie weit ist man gekommen und dass wir ein Problem mit dem rechten Gewalt in unserem Land haben und dass man das nicht so mal schön einem reinredet, sondern es ist echt so und erschreckend, dass heute noch Menschen ums Leben kommen, weil es draußen Leute gibt, die einen ermorden, weil es einem nicht passt, wie man aussieht oder dass man aus einem anderen Land kommt. Genau, das ist sehr, sehr wichtig. Und ich bin beispielsweise selber Mutter und ich habe einen Sohn. Er ist 6 Jahre alt und er weiß, dass sein Opa nicht da ist und er weiß auch, dass sein Opa beispielsweise im Himmel ist, aber auch ich, obwohl mir sowas schrecklich passiert ist, meinem Sohn beibringe, wie soll ich sagen, also ihm das so beibringe, ohne dass er diesen Hass spürt oder genau, also diesen Hass nicht spürt und ohne ihm das so beizubringen, es ist schwer, aber ihm das zu zeigen, dass, also, dass es keinen Hass gibt, sondern und dafür gibt es natürlich auch so Beratungsstellen, wo man hingehen kann. Und das habe ich mir selber auch. Ich habe da auch jemanden, mit dem ich darüber sprechen kann. Und wie kann ich es meinen Kindern erklären? Und das ist alles sehr, sehr wichtig. Vielen, vielen Dank für die guten, konkreten Dinge, die Sie alle jetzt gerade gesagt haben, die wir tun können. Die wir tun können und nicht nur können, sondern sollten und müssen. Und ich bedanke mich. Ich würde jetzt gerne vielleicht Sie alle drei noch mal fragen, ob irgendetwas offen geblieben ist, was noch bei Ihnen auf dem Zettel steht, was Sie gerne noch in die Runde geben wollen. Ansonsten würde ich vorschlagen, dass wir vielleicht ein bisschen in den Chat gucken. Und genau. Und ich will diese Zoom-Veranstaltung ungern in die absolute Länge ziehen, weil ich glaube, es ist einfach bei so einem Thema auch viel. Von daher würde ich das jetzt gar nicht mehr so unnötig in die Länge ziehen. Aber nochmal die Frage, danke erstmal für die Offenheit, danke für die klaren Worte. Gibt es noch sozusagen etwas, was Sie zum Abschluss jetzt mal für unser Gespräch ergänzen möchten, dann bitte gerne. Ja,
Ich war auch lange Zeit in der politischen Bildung aktiv gegen menschenverachtende Einstellungen und rechte Ideologie. Und was ich so für mich mitgenommen habe, ganz arg, ist, ne, aus meiner Perspektive, aus meiner Positionierung auch quasi mich selbst zu hinterfragen, ne, meine eigenen Ansichten zu hinterfragen und auch mal Kritik zuzulassen. Und wenn Leute sagen so, ey, das war jetzt aber blöd von dir, weil, ne, das hat Menschen verletzt, das auch zuzulassen und nicht abzuwehren. Und nicht zu sagen, so, nö, das stimmt doch überhaupt nicht, so, sondern auch ehrlich zu sagen, ah, okay, lass mal hören, was ist denn da passiert und wie kann ich das anders machen? Und dasselbe gilt auch gesamtgesellschaftlich, ne? Irgendwie menschenverachtende Einstellungen, das ist, begegnet uns überall in der Gesellschaft. So, das kann ganz klein anfangen, ne? Das kann anfangen bei Worten für Menschen, das kann anfangen bei Zuschreibungen von Menschen und das kann weitergehen mit Hassreden und Gewalttaten bis hin zu rechten Morden und Terror. Und ich finde es super, super wichtig, eben wie es auch schon gesagt wurde, ich möchte das nochmal unterstreichen, auch im alltäglichen Gespräch solche rechten, menschenverachtenden Dinge nicht stehen zu lassen, sondern da Position zu beziehen und genau, das auch auf einer gesellschaftlichen Ebene zu machen. Genau, und ich möchte appellieren an alle, so, die hier sind, wir können alle was machen. So, schaut nicht zu. Ja. Ja, vielen Dank. Und ich gucke mal in den Chat und sehe hier eine ganz konkrete Frage. Ich glaube, die geht auch ein bisschen wieder in Ihre Richtung, Herr Göttinger. Und zwar geht es hier ums Umziehen. Gibt es die Möglichkeit für Betroffene, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, in wie viele Leute sind wir. Vielleicht möchte auch Frau Mahn, wenn sie möchte. Allerdings würden Sie dann auch der Videoaufzeichnung sozusagen zustimmen. Die Frage offen mit Kamera und Ton stellen, laden wir Sie herzlich dazu ein. Ansonsten lese ich es auch gerade vor. Also ich weiß nicht, ob es jetzt mit Kamera geht, aber kurz vielleicht mit Ton. Ich habe diese Frage auch jetzt wirklich allgemein einmal für die Anwesenden gestellt und auch als Betroffene. Ich bin Opfer rechter Hetze und Drohungen bis hin zu Morddrohungen geworden. Und muss jetzt umziehen, weil auch meine Adresse veröffentlicht wurde. Habe dann aber mitgekriegt, dass es nicht wirklich Möglichkeiten gibt, sich in so einem Fall beispielsweise finanzielle Unterstützung zu holen. Ich lebe in Frankfurt und es ist sowieso fast unmöglich, einen Umzug kurzfristig zu stemmen. Ich weiß von privaten Organisationen, bei denen man, oder eine, die Amadeus Antonius Stiftung, und wollte da einfach mal fragen, ob es da wirklich staatliche Hilfe gibt, wo diese zu kriegen wäre und wenn nicht, wie so etwas aussehen könnte, dass Betroffene von rechter Gewalt auch einfach finanzielle Unterstützung bekommen. Ich denke, Herr Göttinger wird darauf antworten wollen, aber auch bei Frau Kubaschik würde mich interessieren, weil es war ja wirklich im Kontext Hanau viel die Rede von Opferfonds, Entschädigung für Angehörige. Haben Sie denn damals finanzielle Unterstützung erhalten? Nach dem Tod meines Vaters? Nein, also wir waren da vollkommen alleine gestellt. Ich war ein junges Mädchen. Meine Mutter wusste gar nicht, wohin, weshalb, also was sollen wir machen. Wir hatten dann netterweise eine Polizistin, sie selber war oder ist Türkin, mit der wir heute noch in gutem Kontakt sind. Sie hat meine Mutter ganz viel geholfen bei den bürokratischen Sachen wie Ausfüllen, Beantragen und Sonstiges. Vielen Dank. Herr Göttinger, gibt es denn heute, Stand heute, finanzielle Hilfe, sei es für Umzüge, sei es für andere Dinge? Also staatliche
Geldtöpfe sind tatsächlich super langwierig, schwer zu beantragen. Es dauert lange, bis da eine Entscheidung getroffen ist. Es dauert lange, bis da tatsächlich auch Gelder irgendwie ausgeschüttet werden. Mir ist tatsächlich nichts bekannt, wo in so einem geschilderten Fall von gerade dann auch staatlicherseits gesagt wird, so ja, wir unterstützen da finanziell einen Umzug. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es auch Frankfurt-Main, nehme ich an, das wäre dann in Hessen, da gibt es auch die Beratung Response, glaube ich, ist das. Und die sind auch im Bundesverband, wie auch wir von der Leuchtlinie, im Verband der Betroffenen, der Beratungsstellen für Betroffene von rechter Gewalt, VBAG, organisiert. Und das möchte ich sehr empfehlen. Ne? Das ist eine bundesweite Struktur, die sich sehr, sehr gut auskennt, die da bestimmt auch noch mal genaueres sagen kann, die auch einen eigenen Topf haben, wo Gelder beantragt werden können nach bestimmten Regularien. Aber tatsächlich ist so von staatliche Töpfe, die zwar immer wieder versprochen werden, sind mir da nicht bekannt, leider. Das wäre auf jeden Fall auch was, was noch richtig notwendig wäre. Ja, vielen Dank und vielen Dank auch nochmal an Miriam Mahn für die Offenheit. Und natürlich tut uns es sehr leid zu hören, dass Sie aufgrund von solcher Bedrohung jetzt sogar umziehen müssen. Und hier gab es dann im Chat, um das nochmal auch vielleicht zu spiegeln, dann auch nochmal eine Diskussion dazu. Sozusagen, hier ist eine weitere betroffene Person, die eben auch von antisemitischer Gewalt betroffen ist und eigentlich auch nur bestätigen kann und selbst auch leider bedroht wird. Ich hoffe, dass auch Sie gute solidarische Unterstützungsnetzwerke haben. Ich denke, Herr Göttinger wäre auch da, falls Sie in Baden-Württemberg leben. Ansonsten VBRG haben wir ja gerade gehört. Beratungsstellen gibt es mittlerweile in jedem Bundesland, glaube ich. Und hoffen wir sehr, dass Sie da auch die Unterstützung bekommen, die Sie benötigen. Ansonsten gab es ja auch die Frage, aber ich denke, Frau Kubaschik hat sie eigentlich beantwortet, dass sie sozusagen selbst mit ihrem Sohn daran arbeitet, sozusagen den eigenen Hass und die eigenen Ressentiments möglicherweise, wobei wir uns jetzt, aber das wäre eine Diskussion für wann anders, nochmal darüber streiten werden, ob das dann Rassismus wäre oder nicht. Also kann man rassistisch sein gegen Nazis? Ich würde mal sagen, nein, aber das sollten wir heute nicht diskutieren. Genau, und ansonsten gab es natürlich einfach auch viele Danksagungen für diese wichtige Veranstaltung und auch nochmal ein Hinweis, auch kleine Sachen helfen, rechte Aufkleber an Bushaltestellen melden, nicht wegschauen. Ich denke, dem können wir auf jeden Fall auch alle zustimmen. Dann, hier kommt noch eine Frage. Ah gut, okay, das sind sozusagen jetzt vielleicht auch nochmal Geschichten, hier wird nach Strafverteidigern ganz konkret gefragt, die sich vielleicht im Chat, wo sie sich gegenseitig jetzt solidarisch beraten, unterstützen und vielleicht Nachrichten checken oder mit einer Beratungsstelle Kontakt aufnehmen. Vielleicht können sie auch nochmal irgendwie oder irgendjemand, Webseite, irgendwas nochmal in den Chat posten, wo vielleicht Betroffene sich auch hinwenden können für alle Fragen, die jetzt vielleicht auch hier im Zuge der Veranstaltung aufgekommen sind. Ich blicke mal auf meinen Zettel und möchte vielleicht einfach nur spiegeln, was ich alles mitnehme. Zum einen bedanke ich mich wirklich nochmals ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. Es war ein sehr, sehr tolles Gespräch, was nochmal verdeutlicht hat, wirklich wie stark Betroffene selbst sind, einfach letztlich im Umgang mit rechter Gewalt, dass wir sozusagen eins aus der historischen Kontinuität mitgenommen haben, ist, dass Naomi Henke-Gümbel, ich finde, diese Anknüpfung macht das sehr deutlich, das, was im NSU, wo man vielleicht auch ganz zu Beginn noch in den Rechtsstaat
vertraut hat. Ich hatte mal ein Interview mit Seda Bascha-Yildiz, die auch Anwältin, Nebenklageanwältin war im NSU-Komplex, die gesagt hat, sie ist eigentlich mal Anwältin geworden, weil sie dem Rechtsstaat vertraut hat. Und durch NSU ist dieses Vertrauen sehr, sehr ins Wackeln gekommen. Und das nicht nur sozusagen bei Angehörigen selbst, sondern letztlich bei allen von Rassismus und Antisemitismus betroffenen Personen. Daher auch sozusagen diese Awareness, schnell Dinge, vielleicht auch selbst die Aufklärung selbst in die Hand zu nehmen, Teil der Nebenklage zu sein, Say Their Names, die Initiative 19. Februar, sich nicht mehr sozusagen darauf zu verlassen, dass irgendjemand überhaupt vielleicht ein Interesse daran hat, weil da sind ja auch berechtigte Zweifel letztendlich da, ob das überhaupt aufgeklärt werden soll oder eben vielleicht sogar nicht im Zweifel. Ich nehme mit, was können wir tun? Zum Ersten die eigene Geschichte erkennen, die eigene Position, die eigene Perspektive zu reflektieren, sich auch zu hinterfragen, um das vielleicht auch noch mal aus meiner Perspektive bildlich zu machen, wessen Namen kennen wir? Kenne ich meinen Gemüsehändler? Kenne ich meinen Kioskbesitzer? Setze ich mich mit Lebensrealitäten von Menschen auseinander oder bleibt das sozusagen irgendwo am Rand? Und dann ist sozusagen die große Erschütterung da. Heute, früher war sie es noch nicht mal, weil diese Menschen waren irgendwie dann doch nicht ein Teil unserer Gesellschaft. Also ein bisschen weiter sind wir natürlich schon, aber es bleibt viel zu tun und es bleibt auch die Angst, dass so etwas letztlich jederzeit nochmal passieren kann in Baden-Württemberg, in Frankfurt, in Dortmund und auch letztlich ständig passiert. Frau Henke-Gümbel hatte ja auch auf die Geiselnahme am Wochenende nochmal hingewiesen und auch rechtsextreme Chats. Wir sind vielleicht sogar schon abgetäubt, weil die Nachrichten über Verstrickungen von Polizei und Bundeswehr in Rechtsextremismus ja beinahe gefühlt täglich aufkommen. Also der Appell an uns selbst, an die Zivilgesellschaft, an jeden einzelnen Menschen, Betroffenen zuzuhören, Betroffenen solidarisch beizustehen, ihren Geschichten Anerkennung zu geben, dafür sorgen auch, dass die vergessenen Geschichten, weil wir sehen ja auch die Nuancen, es gibt Fälle, über die wissen wir Bescheid, es gibt Fälle, 1996 vor zwei Tagen, ein Anschlag in Schleswig-Holstein. Ich glaube, die Namen der Opfer kennen selbst Menschen, die vielleicht meinen, sie beschäftigen sich viel mit dem Thema nicht. Also wir haben wirklich eine Geschichte, der wir auf den Grund gehen sollen. Und das, so schließt sich der Kreis wahrscheinlich auch zu einer Ausstellung wie der im Haus der Geschichte, weil auch diese Orte tragen dazu bei. Und das vielleicht nochmal als Randnotiz ist vielleicht auch eine neuere Entwicklung, dass eben auch Kulturinstitutionen, Theater, Museen etc. auch sich sozusagen an dieser Erinnerungsarbeit beteiligen. Also ja, kann ich nur sagen, danke, es gibt viel zu tun, aber wir bleiben solidarisch, denn Solidarität ist unentbehrlich. Vielen, vielen Dank für diese tolle Veranstaltung. Ich wünsche Frau Kubaschik und ihrer Familie alles Gute weiterhin. Bleiben Sie stark. Und ja, liebe Grüße nach Baden-Württemberg von Frankfurt. Dankeschön. Danke Ihnen allen und euch allen. Ich möchte mich auch gerne für die Veranstaltung bedanken. Danke, dass ich dabei sein durfte. Danke für das tolle Gespräch. Vielen lieben Dank. Bleibt alle gesund. Auch ganz wichtig. Ja, ich schließe mich dem an. Bleibt alle gesund. Danke nochmal für das Gespräch, auch für die Fragen. Genau, und auch für den Input und weitere Gedanken zum Nachdenken.